also, ich kann ja keine Wheelies. Das will ich jetzt aber ändern. Deswegen bin ich jetzt an einem Wheelie-Spot und übe Wheelies. Darum wird das Video gehen. Ja, ich hoffe, ich mache das öfter, weil ich will eigentlich dranbleiben und das irgendwann können. Ein bisschen kann ich's. Ich habe jetzt eben die ganze Zeit so, ich glaube jetzt insgesamt eine Stunde, würde ich schätzen, geübt, die vernünftig runterzuholen mit Bremse, dass ich nicht, keine Ahnung, Backflip mache im besten Fall. Und jetzt habe ich tatsächlich auch die ersten paar Versuche gemacht, auch ohne, komplett ohne Traktionskontrolle. Jetzt versuche ich das auch richtig zu lernen, aber ich wollte erstmal gucken, dass ich die vernünftig runterholen kann mit Fußbremse. Ja, schauen wir mal, was wird, gell? Nein. Ansonsten nicht wundern, eigentlich waren ein paar Videos geplant, die kommen jetzt aber erstmal nicht oder wahrscheinlich eher später. Warum, weshalb, warum, egal. Genau, ansonsten, ich habe jetzt meine Ausbildung angefangen und ich fühle mich richtig produktiv und komplett müde. Oh, das war kacke. Das war auch kacke. Ich muss das echt üben. Okay, jetzt mache ich mir die ganze Zeit Rolling Burnouts anstatt Wheelies. Aber ich bin eben auch schon die ganze Zeit gefahren. Ich bin ein bisschen im Arsch. Ja. Also eine halbe Tankfüllung SMC alleine zu dem Spot hier hin. War wild. Oh Mann! Kopf! Das war einigermaßen okay. Damit kann man langsam arbeiten. Also Ziel für heute ist es, einfach ein bisschen besser zu fahren. Also wird jetzt hier keine Ahnung, schon Stand-ups oder so machen. Ich stecke ja manchmal nicht gut hoch. Der war gut hochgeholt. Aber der war auch gut. Mann! Ansonsten morgen fahre ich ein bisschen Landstraße, weil ich wahrscheinlich nicht filmen werde. Einfach nur für mich ein bisschen. Ich würde jetzt auch generell wieder ein bisschen mehr Landstraße fahren. Ich denke mal, dass ich also ich denke mal, dass ich jetzt auch mal Videos bringen werde wegen Landstraßen fahren. Warum ich das nicht getan habe, hört ihr vielleicht. Ich krieg's immer noch nicht hin, ein Mikrofon so zu verbauen, dass auch trotz Integralhelm bei Landstraßengeschwindigkeiten so ab 70 ist komplett vorbei. Man hört nur noch Wind und das packt mich ein bisschen ab. Irgendwie von der Qualität her finde ich das nicht so gut, dass ich selber gucken würde. Und deswegen, ne? Ich guck mal, ob ich mir da was einfallen lasse, ob ich hinbekomme. Genau, ansonsten SMCS durch den Service, Garantieverlängerung, die bleibt jetzt auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Ich muss auch mehr geradeaus gucken. Ich habe das Gefühl, dass ich aus Versehen unbewusst mit dem Kopf habe. Oh, yo, das war. Da war ich mit dem Kopf gerade nicht bei der Bremse. Später. Vor allem die Ampel hier ist immer richtig lange rot. Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Okay, warte, dann lass mich mal kurz vorbei hier. Er ist links frei. Ja. Leute, hört ihr mich? Ja. Ich zisch jetzt einfach durch, weil ich fahre jetzt eh zu mir, ne? Jo. Wir schreiben, bis gleich. Ja. Boah, Bruder. Und wie war der? Übel geil. Der war schon gut gerade. Oi, 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 oi.
Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Da, 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 da. Wie geht das Lied nochmal? Boah. Boah, das war. Ja, war echt. Wenn du ein Video machst, dann musst du reinschneiden. Ja. Das, das Geile was ist, denn? Achtung, Auto. Das Beste ist, ich mache nächste Woche Prüfung vor offen. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Die Karre aufzumachen. Alter. Einfach machen. Ach nee, Alter. Ich darf ja dann eh nicht offen fahren. Warum? Ich mache die Prüfung ja, bevor ich fahren darf. Ehrlich jetzt? Ich dürfte eh erst nächsten Monat fahren. Ja, dann ist doch alles gut. Das habe ich voll vergessen. Das erste, was ich mache, ist ein paar Motorräder Probe fahren. Was willst du dir denn holen? Nee, ich will mir nichts holen, ich will einfach nur mal Probe fahren. Ach so. Weil ich weiß halt nicht, ob Zukunft, ich werde eine Wettbewerbskarre und eine Karre für Landstraße und so durch die Gegend fahren, ob ich da die SMCR behalte oder mir was anderes hole. Ja, kann ich verstehen. Also das Ding ist, wenn ich beides habe, so wie Marc jetzt, dann wüsste ich halt nicht, ob ich vielleicht die 701 in seinem Fall eintauschen würde gegen, keine Ahnung, MT09 oder diese KTM SMT 890 zum Beispiel. Okay. Also ich habe auf jeden Fall gestern die Karre von Tim gefahren, die MT09. Ja. Digga, das ist behindert. Aber das zu wheelen, das ist lebensgefährlich. Ich bin jetzt eine gedrosselte MT09-Probe gefahren. Ey, ja, das macht bestimmt auch Spaß, ne? Aber offen, Digga. Ey, tu mir einen Gefallen, wenn du die fährst, ne? Ja. Probier nicht, die zu wheelen. Nein, will ich nicht machen. Die Karre ist eh nicht meine. Ich will nicht in fremden Motorrädern irgendwas... Ja. Ich habe mich direkt fast rübergeschmissen, als ich es gehalten habe. Ich dachte, okay, ich kann die auch locker mit so fünf, ungelogen, so habe ich gemacht. Mit so viel Gas dachte ich, ich kann die hochziehen im zweiten Gang. Digga, ich habe mich direkt, ich bin da und dann war ich ganz oben, Digga. Ich dachte, ich fliege rüber. Dann habe ich dritter Gang probiert. Dritter Gang war okay, aber das war nicht lustig, Digga. Das war, die ist so aggressiv vom Gas her. Ich habe so Gasstoß gegeben, so, und die ist von 20 Grad auf so, keine Ahnung was, Digga. Und dann immer wieder, weil ich das nicht konstant halten konnte, weil die so aggressiv ist. Du kannst das nicht konstant halten. Du musst Gasstöße geben. Keine Ahnung, das Digga, also ich habe keine Ahnung, wie Leute auf der Karre so gute Wheelies machen. Die ist so aggressiv, Junge. Einfach nur geisteskrank. Weil ich auch ganz komisch finde, also beziehungsweise was ich halt komisch finde, ist, ich bin jetzt in der Fahrschule ja die MT07 gefahren. Offen. Ja. Ja. Digga, der originale Lenker ist der Turbo-Arsch. Du fährst legit ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Zeit, ich. Sechster Gang. Alter. Ich habe die ganze Zeit den Lenker so in der Hand gehabt. So. Ich war mit der halben Hand über den Lenker drüber, weil mir das zu eng war. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist richtig kacke. Das ist richtig scheiße. Ey, aber egal, du bist nur auf eine Karre gefahren, auf der Straße, ist doch geil. Ja, aber ich bin ja. Das ist der MT07, da merkst du erst die Leistung oben rum. Ja, aber egal, du hast ja trotzdem bestimmt mal so ein bisschen aufs Gas gedrückt. Ja, ich war nicht mal schnell, aber ich habe die dreimal geschliffen einfach. Also, das Ding ist halt aber auch, die ist tiefer gelegt, ne? Und die MT07 hat solche so Pins an der Fußtaste. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, die macht auch, ich sag dir ehrlich, ich glaube, die MT07 macht offen richtig Spaß. Nee, aber dein Tipp mit, also wo ich erstmal gucke, weil ich die Karre vernünftig runterholen konnte, war auf jeden Fall gut. Und gerade eben beim Wegfahren, der eine Wheelie, ja, da war ich kopfmäßig nicht bei Wheelies gerade und das habe ich direkt gemerkt, fast verkackt. Ja. Ja, Kopf, das ist voll wichtig, Kopf. Wenn du Wheelies machst, ne, selbst so, ich mache die jetzt schon so 4-5 Monate, ne? Ja. Und jedes Mal, wenn ich einen Wheelie mache, ich mache das nicht ohne vorher drüber nachzudenken, okay, du machst jetzt einen Wheelie, so Achtung. So, du musst immer bereit sein, mit dem Kopf musst du immer bei der Bremse sein. Ja. Immer, immer. Also du musst wirklich dann denken, so, am besten, weißt du, was mir am meisten geholfen hat am Anfang? Digga, im Kopf einfach so die ganze Zeit zu sagen, okay, Bremse, 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 Bremse. Weil wenn es dann soweit ist, Digga, dann findest du sie auch. Aber wenn du Kopf gerade woanders bist und du bist kopfmäßig dann zum Beispiel gerade dabei, so, ey, ich muss die jetzt oben behalten, die Karre. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann denkst du nicht an die Bremse, wenn du zu weit oben bist. Oder was heißt, denkst nicht dran, aber dein Fuß ist vielleicht in der falschen Position, du kommst nicht direkt dran. Was du auch probieren kannst, ist so Bremse schleifen zu lassen. Boah, tschüss. Der hat hier rumgeschrien. Der hat die Typ aus dem Fenster. Nein, nicht da, der von dem schwarzen Mercedes da vor uns. Mach das nicht, ich will nicht kontrolliert werden. Ich kann mich nicht kontrollieren.
Nee, aber heute auf jeden Fall echt Progress gemacht. Ja, das war gut. Ich habe mich auch heute nochmal selber mega verbessert. Ich zeig dir gleich ein Video, Digga. Du wirst gleich etwas Krasses sehen. Heute war ich so steil im Wheelie, wie ich noch nie in meinem Leben im Wheelie so steil war. Weil es was auch steil gegangen ist, mein Digga, als ich das Video gesehen habe, Digga, geisteskrank. Das war schon crazy, Junge. Ich habe Glücksgefühle seinen Urgroßvater gehabt, Junge. Ja, ich freue mich aber auch aber auf jeden Fall auf morgen ein bisschen Landstraße wieder fahren. Ja, kann ich verstehen. Das macht auch unnormal viel Spaß. Der Spot ist cool, aber ich finde am Wochenende so einen Tag Spot, einen Tag machen, was du willst und einen Tag einfach so über Land oder eine Tour mit Kollegen oder so, das ist diese perfekte Balance. Ja, ich habe jetzt bei mir, ich bin tatsächlich von mir aus noch nie Richtung Süden Landstraße gefahren, so aktiv ich jetzt Motorrad fahre. Nur ich muss da lang so oder so wegen Navi. Ich weiß nicht, warum ich es nie gemacht habe. Junge, die Strecken da sind so ein Banger, wirklich. Geisteskrank. Ja. Kein Mensch, überall 100. Digga, das ist richtig geil. Das war in Frankreich richtig krass, ne? Ich bin aber, no joke, ich bin von mir aus bis nach Neuwied gefahren. Also da, wo wir da essen, also noch weiter als da. Oh, fahr da nicht rein. Ja, ich habe ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Digga! Ich bin auch. Ey, das war. Junge. Wir sind wirklich auch nur, da waren zwischendurch ein paar Dörfer, aber wir sind auch so 2 Stunden lang nur Kurven geballert. Ohne Bings noch. Hat das gerade. Fick dich, Digga! Ey, achso, ich dachte, du meinst mich. Nein, ich habe mir extra hier das Zeichen gemacht, dass er blinkt, der Roller. Wow! Du hast mir gesagt, ey, du blinkst noch, Junge, weißt du, ich war gerade voll verwirrt, Digga. Ja, ich meinte aber den Roller. Eigentlich wäre es ja für mich sogar sinnvoll, vom Tanzbrunnen direkt nach Hause zu fahren, ne? Ja, stimmt. Aber wenn wir später noch zu dir fahren, meinte Nele, bringt dir dieses dieses Backzeug, was sie gestern gebacken hat, damit. Ja, ich weiß, was du meinst. Das wäre krass. Digga, diese Cookies, die gemacht hat, ne? Brutal! Brutal! Sein Urgroßvater. Vorhin hätte ich eine Freundin, na gut, bei dem Punkt sind wir schon raus, aber hätte ich eine Freundin, die auch noch gut Essen machen kann, ne? So kochen und backen. Ich wäre einfach instant fett. Digga, ich glaube, ich würde trotzdem nicht zunehmen, weil ich esse so viel, Digga. Bei mir, no joke, wenn ich nicht explizit darauf achte, ein Kaloriendefizit zu sein, ich wäre einfach instant fett. Es fuckt so ab. Ja, ich weiß, was du meinst, Digga. 3 Uhr 28 Nacht. Oh, tschüss, das ist rutschig. Oh, Junge. Hast du auch gemerkt? Ja. Digga, ich bin vorhin mit dem Vorderreifen weggerutscht und ich bin ja so chillig da lang gefahren. Oder ne XC. Nee, erstmal neues Auto. XC. Neues Auto. XC. Ich brauche ein Auto. XC. Junge, mein Schrotthaufen fällt bald auseinander. M4. Nee. M4. Nee, ich habe irgendein 2 Liter Diesel. Mein Autismus ist sehr lost. Und du auch. Ich bin nicht lost. Digga, du wirst die Wohlwegflasche so verlieren, wenn du versuchst, einen Wheelie zu machen, Digga. Die ist aber richtig drin. Geisteskrank, Junge. Das sind Leute im Seenau, oder? Oh mein Gott, Menschen. Oder waren Leute im Seenau? Ich hab doch gerade so dieses Knirschen gehört. Mein Fuß juckt. Immer noch. Einfach ohne Schuhe fahren. Nackt. Barfuß. Nackt. Direkt ohne Schuhe. Wie viel müsste ich dir bezahlen, damit du nackt durch die Stadt fährst? Also auf Ernst? Viel. Die App. Rest in Peace, mein Nein. Ich habe übrigens keinen Führerschein mehr. Ja. Ich mein's ernst. Sicher. Ich habe wirklich keinen mehr, Digga. Wieso? Ich wurde geblitzt. Sicher. 32. Sicher. Ich meine sehr ernst. Es ist ernst. Ich habe einen Monat muss ich abgeben. Halben Monat. Ein Monat. Ja. Also ich darf eigentlich gerade jetzt gerade gar nicht fahren. Hast den Führerschein abgegeben schon? Ja. Spaß! Ja. Nur Spaß! Ich muss heute nur Angst einjagen. Oh, Motorräder. Digga, wahrscheinlich fahre ich durch die Kölner Innenstadt ohne Führerschein, Digga. Ich hätte no joke mit dem illegalen Motorrad weniger Angst durch Köln Innenstadt zu fahren als bei mir zu Hause. Digga! Ja, wie viele Polizeikontrollen hast du schon? In meinem ganzen Leben? Ja. Eine. Ja, ich hatte 19!
ohne Motorrad. 19! Ich habe meinen Führerschein seit einem Jahr und vier Monaten oder so. 19! Digga, die wollen mich ficken, Digga. 19 Stück! Stück! 19! Mann! Ich hab keinen Bock mehr, Digga! Ich hab keinen Bock auf die Scheiße! Oh, stimmt, Bro. Digga, also 19 ist schon, das war schon krass viel, Digga. 19 Was? Stück ist schon. 19 Stück ist schon krass viel! Nicht. Was? Oh! Was meinst du da? Hinter uns ist Polizei! Tja, meine Hand tut immer. Also mein Handgelenk tut richtig weh. Wie kann es sein, dass wir vor Sarah hier sind? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Sarah wohnt, von hier aus. Ja, wir waren schon bei der. Ja, aber ich habe keine Orientierung in Köln. Also ein bisschen. Junge, mit meiner Handgelenk sind einfach tot, alle. Hallo? Bäm, bäm. Aber ich mache jetzt auch so. Babadinghong. Ja, wisst ihr jetzt, auch, Christina, ist das jetzt Sarah oder wieder irgendjemand random? Ja, nee, das ist auf jeden Fall Sarah und Sarah ist richtig scheiße. Sarah, du bist scheiße. Hä? Hallo? 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 Hä, hey, es war doch gerade jemand im Sena, Digga. Ja. Ich hör doch, dass die im Sena ist, Digga. Ja. Hallo? Hallo? Hey. Sarah? Hi, seid ihr schon auf der Ja. Lass dich schon mal die Bikes machen, dann können wir direkt auf die Aachener fahren. Ja, ich bin fast hier. Sekunde, ich muss mich noch anziehen. Was? 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 Ich muss mich noch anziehen. Ach so. Was hast du alles gehört? Ich bin hast hier. Du... Jetzt. Okay, warte, warte, wir kommen jetzt, ja? Jetzt. Ah, da, seht ihr? Warte, ich bin da. Kommt raus, ich lasse euch Platz. Boah, ich sitze einfach komplett schräg auf meinem Motorrad drauf. Was geht ab? Du bist einfach ein Lederkombi, so als würden wir jetzt Landstraße fahren. Was? Einfach komplett ein Lederkombi, als würden wir jetzt Landstraße fahren. Ja, nice, aber geil. Sicherheit geht vor. Ja. Aber, ey. Ja, Sarah, einfach, ich sag dir so, wie es ist, einfach stark. In der, einfach jetzt Kniesteifen in der Kurve. Jetzt in der, nein, auf wir der fahren Graden. Nicht links, wir fahren geradeaus. Auf schneller. Der geraden Kniesteifen. Da kommt eine Kurve nach der geradeaus. Ja. Digga, du fährst sie jeden Tag lang. Weiß. Ach, scheiß auf dich, Junge. Ich fahr ohne euch. Tschüss. Oh, das ist ja noch rot. Natürlich. Ich freue mich schon wieder morgen mit Lederkombi fahren. Die passt mir gar nicht mehr. Ich passe nur noch mit Lederkombi-Unterwäsche da rein und dann halt auch nur gerade so. Und ich sehe einfach aus, wäre ich doppelt und dreifach schwanger. Nimmst du jetzt eigentlich auf? Bist du behind, ja, was? Mach ich. Ja. Ah, deswegen. Deswegen was? Deswegen machst du sowas. Nee, nee, ich bin immer so. Das ist illegal, das schneide ich nicht rein. Das kostet 100 Euro, das ist unnötig lautes Fahren. Aber wir fahren ja gar nicht, also das ist doch nicht, kostet doch keine 100 Euro. Du stimmt. Du hast unnötig, wow, du bist unnötig laut am Stehen. Willst du mir sagen, ich bin umsonst in den Begrenzer gegangen? Ja. Mensch, passiert. Hey, sag mal, das war mein Spiegel. Wird mir stinken. Tschüss, wo kommen die alle her? War gerade Konzert wieder? Ja, Tanz und so, hier, wie heißt die? Hartmann, Hanna, nee, Nina. Hallo, Nina Hartmann, wie heißt die? Oh Mann, oh. Ich will doch nur fahren. Ich bin auch verrückt. Warum bist du hinter mir? Ich bin verrückt gut aussehend. Ah, das ist eine Lüge. Na, würde ich so nicht sagen. Alter. Wo will der eigentlich hin? Bruder, was ist da los? Alter! War das knapp! Dian, wo bist denn du? Ich bin irgendwo in der Masse. Ja, ich bin in. Da, ich sehe dich, hallo! Wo sollen wir parken, Junge? Ja, keine Ahnung. Ich bin einfach in die Mitte. Warum ist es so voll? Keine Ahnung. Ich schwöre, was ist denn hier los? Neuer Kamit hier oder was? Langeweile. Jetzt kracht's hier aber, Digga. Bodenlos. Ich stell mich noch genau daneben. Komm, ich parke euch einfach beide zu. Mach es. Steig mal ab, weil sonst kann ich die nicht hinstellen. Ich lass mal die Kamera heiß. Wie kacke. Ist das voll. Oh. Eine Ewigkeit später. Schatz? Ja? Nee, ich hab. Du bist nicht mein Schatz. Oh Gott. Du bist nicht meiner! Hallo! Oh, Digga, wie viele fahren denn hier rum? Oh, um Gottes Willen! Hey! Oh, es ist grün! Oh,
Digga. Fett mal runter, Digga. Schatz? Ja, nein. Das ist kein Fett, Digga. Hä? Aber noch, da kommen sie alle. Hörst du mich? Dreht mal. Hauptsache, der Lasse ist auch da. Ey, du Cooler, komm mal ins Smash! Ja. Achso! Tschüss! Ganz antwortet! Ich sag 10-mal Schatz, irgendwelche Randoms antworten, wenn ich mit meiner Freundin! Hä? Wollt ihr die fahren? Gerät, Jungs, Gerät!